Dann darf ich jetzt in dieser Demo, die knapp vielleicht 30, 40 Minuten dauern wird, unser Projekt vorstellen, unsere Lernplattform. Wir haben sie Koala getauft, da haben wir einen langen Namensfindungsprozess. Ich bin der David und der Ludwig ist auch dabei, der unterstützt mich. Ich möchte den Vortrag beginnen mit einer Geschichte oder einem kurzen Aufhänger. Und zwar gibt es vielleicht irgendwo in Österreich, irgendwo auf der Welt, irgendwo bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, ein Mädchen namens Lisa, die ist 10 Jahre alt. Lisa hat vielleicht in der Volksschule schon einen Programmierkurs erhalten oder einen Robotikkurs irgendwie bekommen, vielleicht von Externen, vielleicht von, gibt es eine engagierte Pädagogin oder engagierten Pädagogen, hat dort eventuell Bebots ausprobiert und sie hat eigentlich Spaß gehabt, aber es war dann auch schnell wieder vorbei. Sie hat vielleicht einen ersten Eindruck bekommen, wie man so Roboter steuern kann, vielleicht ein paar Befehle geben können, aber der Kontext war dann weg. Sie kam jetzt in die Mittelschule und dort wird die Programmierung und auch generell das Computational Thinking vielleicht nicht so groß geschrieben in der Schule, wo sie ist. In Informatik spielen sie vielleicht Spiele oder machen Word oder PowerPoint, aber ansonsten nicht wirklich was. Und da stellt sich für uns die Frage, wo kann Lisa sich in Computational Thinking ausprobieren? Also wo ist Raum für sie, dass sie vielleicht das Talent, was sie vielleicht hat, was sie noch gar nicht entdecken konnte, weil sie nicht die Möglichkeit dazu hatte, wo kann sie das ausleben? Wo kann sie sich ausprobieren? Und rund um die Frage, ich finde, das ist für uns, für unser Projekt, was wir machen wollen, ein guter Aufhänger, weil wir genau für solche Menschen, für solche Kinder, aber auch für vielleicht ganz andere Zielgruppen, die sehr viel interessierter sind von sich heraus. Wir wollen ein Ökosystem bieten, in dem sie sich ausleben können. Und diese Koala-Plattform, die der Titel auch des Vortrags darstellt, die ist eben ein Produkt, ein Tool, das ermöglichen soll, eingebettet auch mit anderen Tools. Dazu kommen wir dann. Wie läuft das Ganze ab? Jetzt werde ich am Anfang noch ein bisschen Kontext geben über uns, über das Projekt, was wir machen, wer wir sind und ein paar Sachen herzeigen. Danach in der Live-Demo wechsle ich aus der Präsentation raus, direkt in das Tool rein oder in unsere Tools, unsere Seiten, zeige das Ganze her, werde ein paar Sachen erklären. Ich denke, das wird der größere Teil sein. Am Ende noch bleibt Platz, ein bisschen zu diskutieren, wo geht die Reise hin, was waren Schwierigkeiten, Grenzen, auf die wir gestoßen sind, und was könnten wir noch verbessern, auch Fragen möglicherweise beantworten. Unsere Website oder unser Tool kann man auch finden unter der Website koala-online.at, sei hier auch festgehalten, aber ich schicke den Link dann auch später noch in den Chat. Gut. Intro, was ist unsere Vision? Ich habe das jetzt mal ganz plakativ Connected Online Learning Plattform genannt. Ich möchte zu Beginn einfach noch einmal kurz erläutern, was wir uns vorstellen und dann erklären, wer wir eigentlich sind und was wir machen. Klingt ziemlich fancy, finde ich, Connected Online Learning Plattform. Die Idee zu der Bezeichnung habe ich auch erst gestern entwickelt. Aber im Prinzip geht es um folgende Dinge. Wir möchten organisatorisch, wir sind ein Kleinprojekt, ein FFG-Kleinprojekt, ein Forschungsförderungsgesellschaftskleinprojekt und zusammen mit der TU Graz. Wir wollen ein Ökosystem bauen, eine Plattform bauen, die alters- und gendergerecht ist. Diese Aspekte sind für uns sehr wichtig, da komme ich dann auch gleich später noch darauf zurück. Außerdem haben wir den Ansatz, oder unsere Vision ist, dass die Lernenden, die Kinder, da kostenfrei teilnehmen können. Das heißt, dass sie da einsteigen können, einfach ihre Talente im Computational Thinking ausleben können, ohne dass sie sich zu viel Sorgen machen müssen, wie viel das jetzt kostet und wie wir das erreichen können oder wie wir das machen in unserer Organisation und dazu dann auch mehr. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, der mir persönlich immer sehr weh getan hat, wenn ich mit Kindern gearbeitet habe und Workshops beispielsweise gemacht habe, war, dass sie
dass es immer nur sehr singulär war. Das heißt, man sah die Kinder manchmal einmal, zweimal, dreimal, aber dann oder eine Woche vielleicht, einen Ferienkurs, und dann waren sie sozusagen weg und hat keine Ahnung mehr. Was machen Sie später noch mit der Informatik? Haben Sie Ihre Talente vielleicht noch weiterentwickeln können? Wir möchten es ermöglichen, dass man sie auch längerfristig vielleicht begleiten kann und Ihnen auch eine Plattform bieten, wo Sie unter Peers sich austauschen können. Ja, das mit dem Ökosystem habe ich bereits gesagt. Und wir wollen das Lernen eben auf verschiedenen Ebenen ermöglichen, verschiedene Sozialformen einbauen. Sie sollen alleine lernen können, die Kinder, Jugendliche. Sie sollen untereinander lernen können und sie sollen aber auch Unterstützung haben von ausgebildeten Leuten, von Trainern und Trainerinnen. Und alle diese Sachen sollen verschränkt möglich sein. Das ist so die Vision. Also kurz zusammengefasst, ein Ökosystem, wo Kinder, Jugendliche vielleicht reinrutschen durch diverse Zugänge, wo sie dann Computational Thinking lernen können, wo sie sich weiterentwickeln können, wo sie mit like-minded Peers sich austauschen können, aber auch eben Kurse, die didaktisch eben vorbereitet wurden, nutzen können, um gemeinsam mit Trainerinnen, Role Models dort auch zu lernen. Also das All-in-One-Paket sozusagen ist vielleicht kurz zusammengefasst die Vision. Und wir schauen mal, was sich davon verwirklichen lässt und wie das Ganze gelingen kann. Wer sind wir, wenn ich von uns rede? Wir sind zwei verschiedene Teams. Also wir sind eben ein Forschungsprojekt, aber ein Forschungsprojekt, das wir aus einer privatwirtschaftlichen Firma heraus angestoßen haben. Also ich bin über Bits for Kids in diesem Projekt. Wir nennen es jetzt Koala, das Projekt, aber der Name, der ist erst vor kurzem entstanden. Davor haben wir es intern coole neue Lernplattform genannt. Aber ja, jetzt Koala. Wir sehen, dass auch andere Leute dabei sind, beispielsweise Ludwig, der jetzt auch mich unterstützen wird und ein paar Wörter sagen wird zu deren Arbeit in diesem Projekt. Wir haben, finde ich möchte die Leute jetzt nicht einzeln vorstellen, aber ich finde, wir haben in den letzten Monaten eine schöne Arbeitsbasis geschaffen. Ich finde, wir haben die privatwirtschaftlichen Ziele oder Needs, die wir hatten, auch gut kombinieren können mit der wissenschaftlichen Neugier oder der wissenschaftlichen Gründlichkeit und dem Idealismus. Und ich finde, das war spannende Zeit. Wir haben jetzt ein halbes Jahr mittlerweile in diesem Projekt verbracht gemeinsam. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es auch zwischen diesen zwei Organisationen, der TU Graz auf der einen Seite und Bits for Kids auf der anderen Seite, sehr viele Interconnections, also sehr viel Austausch gibt. Also ich habe schon sehr viele Sachen für die TU gemacht. Ich bin auch immer wieder bei TU-Projekten dabei. Genauso die Katja beispielsweise. Wir haben da immer wieder Austausch. Aber in diesem Projekt sieht es so aus. Ich habe mich da jetzt noch rot eingekreist, damit man mich vielleicht besser wiedererkennen kann. Ich habe durch Corona meine Haarpracht ein wenig verändern können. Ich bin ausgebildeter Lehrer, gerade fertig geworden vor ein paar Monaten, Informatiklehrer, und habe jetzt noch ein wenig Zeit, bis ich in die Schule einsteige. Und das ist eben mein Background. Ich mache seit vielen Jahren Workshops vorrangig. Angefangen habe ich mit Pocket Code und habe in diesem Projekt das Kursdesign und die Kurse, den Inhalt der Kurse erstellen dürfen und bin eben auch jetzt dafür da, dass ich da ein bisschen das Projekt vorstelle. Auf der anderen Seite rechts sieht man auch den Ludwig, der auch dabei ist. Wer ist Bits for Kids? Bits for Kids ist eine privatwirtschaftliche Firma, wie ich gesagt habe. Seit 2017 gibt es uns. Die zwei Gründerinnen haben wir auch auf der anderen Folie gesehen. Ich blätter nochmal zurück. Die Ute Neudorfer und die Karin Horneck haben sich 2017 gedacht. Sie haben beide einen Sohn, unter anderem. Und die wollten sie irgendwo programmieren lernen lassen oder haben das Bedürfnis gehabt, ihnen da Förderung zugute zu halten, haben aber nichts gefunden. Sie haben nicht gewusst, was machen sie mit den Zweien. Und kurzerhand haben sie dann Bits for Kids gegründet und das selbst in die Hand genommen, um eben Kindern und Jugendlichen Programmieren zu ermöglichen. Wir machen verschiedene Inhalte, Programmiersprachen, wie natürlich Scratch, Pocket Code, die Klassiker, aber auch Python. Wir haben auch Unity-Workshops. Und Robotik spielt auch am Part. Osobots beispielsweise oder Microbits werden verwendet bei uns. Wir verfolgen agiles, gendergerechtes Unterrichtskonzept. Da spielt
Das ist den zwei Gründerinnen, der Karin und der Ute, auch sehr wichtig, weil sie der Meinung sind oder auch das bewiesen ist, dass die Mädchen und die Jungen im frühen Alter noch nicht so geprimed sind auf ihre Rolle, wie es oft noch in der Gesellschaft vorherrscht, dass die Mädchen nicht programmieren dürfen können, was auch immer, und dass man sie da abfangen soll, dass man sie, also dass man das Interesse bereits im jungen Alter fördern und entwickeln soll. Und die zwei stehen ja auch dafür. Wir setzen auch zum Beispiel immer Trainerpärchen ein, also immer, wenn es soweit möglich ist, eine Frau und ein Mann, um Role Models zu spielen in den Kursen. Wir haben verschiedene Partner. Wir arbeiten mit Interessensvertretungen zusammen, aber auch mit öffentlichen Organisationen, Stadt Graz oder die Kinderuni ist auch oft ein Partner von uns. Die IVA Steiermark, also die Industriellen Vereinigung und das Talent Center, die finanzieren viele der Kurse. Die sponsern die Kurse, machen das somit möglich, dass wir die Kurse für die Lernenden, für die Kinder kostenlos anbieten können. Und sie haben davon, dass sie mehr Kinder, Jugendliche für die Programmierung interessieren können und vielleicht in der Zukunft auch mehr Leute in den MINT-Bereich einsteigen. Mir ist auch sehr wichtig zu sagen, dass die Partner, die wir haben, auch wenn sie in Interessensvertretungen sind, sich nicht einmischen in unsere Unterrichtskonzepte. Also wir programmieren mit den Kindern so, wie wir glauben, dass das richtig ist. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Aber wir machen auch Forschungsprojekte und da steht auch Koala. Ein anderes war Code & Stitch. Wir haben in vorigen Beiträgen ja auch von den Stickmaschinen schon gehört. Da waren wir auch involviert, haben die Workshops in der Schule durchgeführt praktisch. Also wir sehen uns auch als Partner für Universitäten, um eben Workshops Workshops in Schulen oder auch an der Uni eben durchführen zu können und eben die Praxis lebendig werden zu lassen. Gut. Der Kontext ist da und jetzt will ich das Ökosystem vorstellen. Das ist, finde ich, das Interessanteste, was wir zu bieten haben. Ich will sagen, unser Unique Selling Point, den wir jetzt als Vision eben entwickelt haben, den wir vorantreiben, und der besteht aus drei Säulen. Und die drei Säulen sind zum einen der Online Coding Club. Ich erkläre gleich noch, was die sind, was die einzelnen Punkte sind. Die zweite Säule ist ein Discord-Server und die dritte Säule ist eben die Koala-Lernplattform, die auch eben namensgebend ist. Aber die drei wechselwirken alle miteinander. Und in welcher Form? Der Online-Coding-Club ist gedacht als Treffpunkt, momentan zweiwöchentlich, aber das erkläre ich nachher noch, als Treffpunkt, wo die Kinder mit Trainerinnen Themen durchmachen können. Also es werden Themen vorgegeben, sie können gemeinsam arbeiten, aber sie haben eben die direkte Unterstützung von qualifizierten Erwachsenen. Auf dem Discord-Server wiederum geht es darum, vor allem um den Peer-Austausch. Dort wollen wir die Kinder vernetzen. Wir moderieren den, deswegen gibt es da diese große Person, die so ein bisschen drüber steht. Der wird natürlich moderiert. Also wir schauen, dass da keine blöden Dinge passieren, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Aber die Kinder sollen sich eben untereinander austauschen können. Discord-Server wird auch dafür benutzt, diesen Online-Coding-Club durchzuführen. Beispielsweise, da findet dann das Meeting statt. Und zu guter Letzt die Koala-Plattform. Dort, der ist dafür da, dass die Kinder eben auch alleine lernen können, dass sie in ihrem eigenen Tempo lernen können. Da habe ich das Kind alleine aufgezeichnet, aber auch wir stehen dahinter der Plattform natürlich. Wir betreuen die, wir versuchen die laufend zu verbessern, aber sie ist dafür da, dass eben Kinder eben sich auch alleine vielleicht auch eben zu Hause austoben können. Ja, jetzt möchte ich die einzelnen Punkte näher vorstellen. Der Online Coding Club, momentan ist der kostenfrei. Und zwar zweiwöchentlich, finanziert von der Industriellen Vereinigung. Er ist themenbasiert, das heißt, die Trainerinnen geben jedes Mal ein Thema vor, beziehungsweise bereiten was vor, da können die Kinder teilnehmen, aber steht ihnen auch offen, an anderen Projekten weiterzuarbeiten, beispielsweise, oder sich eigenen Projekten zu widmen. Der Online Cloning Club ist unser Einfallstor sozusagen, da wollen wir die Kinder packen, dass sie Interesse bekommen und sie in unser Ökosystem einführen. Er benutzt dann Discord beispielsweise, um den Club abzuhalten, um die Kinder zu vernetzen, aber und auch dann Koala, um das Thema, einen Kurs als Thema zu nutzen, die Kinder beispielsweise
Sie haben einen neuen Kurs erstellt und dann ist dieser Kurs das Thema des Online-Coding-Clubs und die Kinder bearbeiten den Kurs und werden unterstützt von den Trainerinnen. Unser Discord-Server, der ist auch ganz neu, der ist eben, vielleicht ist auch noch interessant, gehe nochmal zurück, der Online-Coding-Club, der ist aus der Corona-Situation entstanden, so wie auch das ganze Projekt. Also vorher waren wir jetzt sehr viel offline unterwegs, in den Schulen direkt, haben eben den Coding-Club auch gegründet gehabt, haben ihn offline abgehalten in Räumlichkeiten der TU. Und aus der Corona-Situation heraus hat sich das Ganze natürlich weiterentwickeln müssen, gezwungenermaßen. Und wie es für uns scheint, auch was auch ein Glücksgriff, um uns weiterzuentwickeln. Und seitdem ist es eben der Online-Coding-Club. Den gab es eben schon vor diesem Projekt. Also das war so der Startpunkt. Und aus diesem Need, Materialien online zur Verfügung zu stellen, ist eben die Idee für das Koala-Projekt entstanden. Ein Punkt von diesem Koala-Projekt, der ist auch der Discord-Server, der ist in diesem Zuge entstanden, weil ich beispielsweise mache eben jahrelang Workshops in den Schulen. Mir habe ich vorher schon kurz erwähnt, ich habe es immer so fast schon traurig gefunden, dass ich manchmal super talentierte Kinder hatte, wo ich merkte, dass die sehr, sehr interessiert am Programmieren waren und dann war der Workshop aus und ich habe einfach, sie waren sozusagen für mich verloren. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie noch programmiert, vielleicht haben sie nie wieder was damit zu tun gehabt, wer weiß das schon. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir uns gedacht, dass es doch super wäre, wenn wir die Kinder eben vernetzen könnten. Und der Discord-Server ist daraus entstanden, der bietet verschiedene Channels. Er ist auch dazu da, dass sie Blödsinn machen können. Also wir haben da Spieler-Channels, wir haben da Meme-Channels, was auch immer, und dass sie sich eben untereinander austauschen können. Das machen zum Beispiel auch Kinder, die im Online-Coding-Club alle 2 Wochen dabei sind. Die können sich da auch außerhalb vom Coding-Club treffen und eben abhängen oder irgendwelche Spiele zusammen spielen oder sich oder ein weiterer Punkt ist, sie können sich auch Hilfe holen und zwar asynchron außerhalb vom Coding Club. Wenn Sie mal Frage haben zu Ihrem Kurs oder zum Programmieren, dann stellen Sie den da rein, die Frage, und der wird dann auch von uns beantwortet, früher oder später. Und die dritte Säule ist eben die Koala-Lernplattform und die ist eben auch daraus entstanden, dass wir zuerst viel mit Tutorials gearbeitet haben, Videotutorials, auch PDFs, die wir in die Schulen mitgenommen haben und auch erkannt haben, dass es vor allem im Online-Format und auch zukunftsgerecht was anderes braucht. Wir wollten da was Neues aufbauen, eine Plattform, wo wir die Kurse erstellen können, die frei zugänglich sind, teilweise eben Teil von Sponsorings sind. Wir müssen uns eben finanzieren. Wir kommen nicht aus dem Uni-Bereich. Technisch wir sind ein kleines Projekt. Also wir sind ein paar Leute, wie am Anfang her gezeigt, die da nicht dran Vollzeit arbeiten. Das will ich auch noch einmal meine Erfahrungen schildern. Wir sind ein relativ kleines Projekt und da war uns wichtig, dass wir eben vorgefertigte Frameworks verwenden, die schon einiges bieten. Und da haben wir eben uns gestützt auf weit verbreitete Technologien im WordPress, LearnPress und darauf aufgebaut und den Gegebenheiten, die wir vorfanden, die haben wir versucht, bestmöglich zu nutzen mit den Ressourcen, die wir eben zur Verfügung hatten. Und vielleicht zum Alters und zur Altersgerechtigkeit. Ein Ziel, das wir auch mit der Koala-Plattform hatten, ist, dass wir da verschiedene Schwierigkeitsleveln der Kurse anbieten, dass wir, das hängt nicht immer mit dem Alter zusammen, ist klar, die kognitive Reife kann auch manchmal früher da sein oder später, je nach Kind, aber wir wollen da verschiedene Schwierigkeitsgrade bereitstellen, um die Kinder möglichst gut abfangen zu können, dass sie weder unter noch überfordert sind. Ja. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, warum das Ganze auch ein Forschungsprojekt ist, dass das Design und die Evolution von den Kursen eben wissenschaftlich begleitet wurden, dass wir das nicht einfach so erstellt haben und so wie wir glauben, es ist am besten, sondern dass eben das begleitet wurde von der TU. Und da möchte ich jetzt an den Ludwig übergeben, dass der ein paar Worte sagen kann, weil der Ludwig da maßgeblich beteiligt war an der Recherche zu den einzelnen Elementen, die wichtig sind für die Koala-Plattform, für den Kursaufbau. Ja, danke, David. Also ich repräsentiere jetzt den wissenschaftlichen Arm von der TU Graz. Wir begleiten das Projekt wissenschaftlich und ein kleiner Ausschnitt aus unserer Arbeit ist jetzt der Aufbau von einem Standalone-Kurs. Das heißt, ein Kurs, das ein Kind selbstständig alleine zu Hause
durcharbeitet. Warum das Ganze interessant ist, gleich vorweg, der David wird den Kurs nachher, also einen Kurs, der anhand so ein Konzept entwickelt wurde, präsentieren, falls man da schon Verbindungen herstellen will. Ja, wir sehen hier die Zeitlinie in den Großbuchstaben markiert mit A, B, C, B, C und D. Das stellt so A den Anfang des Kurses und D das Ende des Kurses. Und B und C sind eben zwei so Komponenten, die sich dann rhythmisch wiederholen sollen. Also der größte Unterschied zwischen einem begleiteten Lernkurs und einem selbstständigen Lernkurs ist der, dass im selbstständigen Lernkurs den Kindern die Option gestellt wird, das Erlernte anzuwenden über den Inhalt des Beigebrachten hinaus, also selbstständig schon vorzugreifen mit herausfordernden Aufgaben. Mehr dazu dann im optionalen Challenge-Punkt. Also ich fange bei Punkt A an. Das ist ein Vorstellungsvideo. Es ist wichtig, dass das Ganze soll emotional und in Geschichtenform verpackt sein und so die Form eines kurz und knackigen Teasers sein. Warum das so wertvoll ist, dass ein Lernender gleich vorweg sieht, wie das Endprodukt ausschaut, ist, dass ein aktiv lernender Mensch schon geistig versucht, Verbindungen herzustellen, während ihm auf dem Weg zum Endprodukt die einzelnen Werkzeuge, die einzelnen Techniken beigebracht werden. Also das Gehirn versucht da schon, Verbindungen zum Ziel hinzubauen. So, ihr kennt das vielleicht aus euren Lernprozessen. Wenn ihr neue Sachen lernt und dann zu einem Ziel hinarbeitet, dann denkt ihr manchmal so, ja, und so könnte ich das dann anwenden, um das Ziel zu erreichen. Deswegen ist es besonders wertvoll, dass den Kindern schon vorweg das Endprodukt präsentiert wird. Emotional ist klar, wir arbeiten da oft mit Grundlagen. Das heißt, wir bilden jetzt nicht Experten auf höchstem Niveau mit der neuesten Technik aus, sondern wir versuchen Brücken zu bauen. Wir haben hier auch einen Auftrag, emotional positive Anker zu setzen, damit die Kinder motiviert werden, hier Fuß zu fassen. Ja, und die Geschichtsform ist ja auch etwas sehr Interessantes. So rein wissenschaftlich betrachtet ist die Geschichte eine natürliche Art, wie Informationen verarbeitet werden. Und die Geschichtsform selbst erlaubt Kausalitätssprünge. Das hört sich jetzt alles sehr abstrakt an. Um das Ganze begreifbarer zu machen, ein kleines Beispiel. Wie reagiert ein Kind, wenn ein Programm, ein Spiel, das entwickelt wird, folgendermaßen vorgestellt wird? Also erstens, Kinder, wir programmieren ein Jump-and-Run-Spiel mit einem Hamster. Punkt. Okay, ist jetzt nicht herausragend. Und wenn wir das Ganze jetzt in eine Geschichte verpacken, dann hört sich das ungefähr so an. Das ist Hans der Hamster. Hans der Hamster liebt Nutella. Wir programmieren jetzt ein Spiel, in dem Hans der Hamster Haselnüsse sammeln muss und den anderen Tieren ausweichen muss, damit er sein eigenes Nutella bauen kann. Hat gleich eine ganz andere kognitive Wirkung auf den Lernenden. So viel zur Geschichte. Ja, damit ist der Vorstellungsteil A abgeschlossen. Wir kommen zum Nachbauen per Anleitung. Das Ganze verhält sich sehr klassisch. Der Lernende bekommt eine Anleitung und baut anhand dieser Anleitung seine eigenen Konstruktionen auf. Hierzu ist zu bemerken, dass der Lernende hin und wieder die Wahlmöglichkeit haben soll, um, ja, also man kann sich das als eine Baumstruktur vorstellen. Ideal ist kein linearer Weg, sondern ein paar Abzweigungen. Das Ganze findet den Ursprung im Konstruktionismus, wo es darum geht, dass der Lernende seinen eigenen Weg finden soll, in seiner eigenen Welt lernen soll. Und
Eben, es geht auch um den eigenen Willen. Jeder Mensch, der seinen eigenen Willen bekommt, hat einen anderen Zugang zum Gesamtbild. Ein kleiner Nebenpunkt, es wirkt ja selbst bei Erwachsenen, siehe Demokratie. Es ist ja auch eine wesentliche Regierungsform, in der der Willen des Einzelnen berücksichtigt wird. So viel zur Komponente B, die jetzt im Kurs selbst Platz findet. Kommen wir zu Punkt C, das ist der zu Beginn angesprochene Challenge-Punkt. Dabei wird das Kind aufgefordert, nicht gezwungen, aufgefordert, dass es über das bisher Beigebrachte hinausgreift und selbstständig seine Grenzen antestet, seine Grenzen überschreitet. Wichtig ist, dass die Kinder bei so einem asynchronen, selbstständigen Kurs die Zeiteinteilung auch selbstständig gestalten. Und das erlaubt eine andere Zugangsweise, als wenn man jetzt eine Stunde an einen Kurs gekettet ist, selbst wenn dieser von Experten begleitet ist. Nämlich, dass das Kind Zeit hat, andere Tätigkeiten auszuüben, Distanz zu nehmen von dem Gelernten, vielleicht sogar darüber zu schlafen. Und das Ganze kann man dann auf mehreren kognitiven Ebenen verarbeiten. Ist sehr wertvoll fürs Lernen und sollte hier auch eingesetzt werden. Ja, damit ist C abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum Rhythmus. Also das ist jetzt, wie diese B- und C-Schritte sich in regelmäßigen Abständen wiederholen. Ideal ist es, wenn wir den Lernenden einen Rhythmus zur Verfügung stellen, an den sie sich gewöhnen können. Dann wissen sie, sie haben kurze Phasen der Konzentration. Ja, eigentlich braucht man dazu nichts Besonderes bemerken, das versteht sich von selbst. Was die Wissenschaft sagt, ist, dass maximal 10 Minuten pro Schritt sein sollten. So lange kann sich ein erwachsener Mensch konzentrieren. Also so in schönen kleinen Häppchen verteilt, das hilft beim Lernen. Und Fortschrittsindikatoren, sie funktionieren. Also man sieht, wie sich etwas, der Lernende sieht, wie sich etwas entwickelt. Der Lernende kann sich daran orientieren, findet heutzutage in vielen Bereichen Anwendung und darf natürlich hier auch nicht fehlen. Ja, so viel zu der Struktur der Komponenten. Wir haben den Anfang gehabt, dann haben wir das Netzwerk aus diesen B- und C-Komponenten und dann kommen wir zum Abschluss. Das ist ein Abschiedsvideo, wo zu dem Lernthema über den Tellerrand geschaut werden kann. Also zum Beispiel einen Experten sprechen lassen oder Beispiele aus dem wahren Leben. Kuriositäten, es gibt immer wieder erwähnenswerte, witzige Beispiele, die hier auch einen guten Abschluss bilden können. Ja, dann, das sind also Download oder Link zum Endprodukt. Hier sind wir wieder bei dem Konstruktionismus. Es geht nicht nur darum, dass der Lernende seinen eigenen Weg findet in seiner eigenen Welt, sondern dass er dieses auch teilen kann mit anderen. Und wenn der Lernende jetzt diesen Kurs abgeschlossen hat, dann soll es ihm möglich sein, dass er dieses Produkt mitnehmen kann, präsentieren kann. Coins und Badges sind die klassischen Gamification-Elemente. Coins, Münzen kann man auch so verstehen, dass es eine Highscore ist, die erreicht werden kann von den Lernenden. Das sind einfache Punkte, die sie bekommen, wenn sie einen Kurs abschließen. Und ja, macht einfach Spaß. Macht den Erwachsenen Spaß, macht den Kindern Spaß, es funktioniert didaktisch sozusagen. Und Badges sind die Auszeichnungen, das sind so hübsch gestaltete visuelle Embleme, Orden, die verliehen werden, wenn man einen Kurs abschließt oder eine Ferienwoche abschließt, besonders viele Kurse abgeschlossen hat.
zum ersten Mal dabei ist. Da hat man einen großen Freiraum und die Sammlernatur der Lernenden wird damit angesprochen. Also ist didaktisch auch ein interessantes Werkzeug. Was auch sehr bemerkenswert ist, ist, dass der Discord-Bot, wir haben uns ja für die Discord-Kommunikationsplattform entschieden. Und eine der Stärken von dieser Kommunikationsplattform ist also die Modifizierbarkeit, Customization. Die Bots, die auf Discord laufen können, können sehr komplex werden und analog bzw. digital zu diesem Geschehen in diesen Kursen ist es auch denkbar, dass das Ganze gleich digital mit dem Discord-Bot kurzgeschlossen wird und die Lernenden, wenn sie in diese Kommunikationsplattform auftreten, wenn sie sich einloggen ins Discord, dann gleich Feedback und ja, Repräsentation von ihren Fortschritten und Badges aufrufen können. Gut, so viel zum Aufbau eines Standalone-Kurses. Ein wichtiger Punkt noch dazu, das Ganze ist jetzt sehr theoretisch und das Optimale. In der Praxis, wie wir alle wissen, schaut es in der Praxis ganz anders aus. Es gibt in der Praxis Ressourcenrestriktionen und andere Zielgruppen, technische Restriktionen. Aber das Ganze ist halt der wissenschaftliche, ein kleiner Einblick in den wissenschaftlichen Hintergrund, den der David in Kürze auch in der Praxis erläutern wird. Hier haben wir noch eine kleine Checkliste, welche greifbaren Elemente und Features jetzt so ein Standalone-Kurs hat, aber der Trainer begleitet den Kurs nicht. Kurz und bündig also optionale Challenge-Schritte haben wir vorhin besprochen. Zeitunabhängige Anleitung. Der Lernende kann immer unabhängig von der Zeit die Anleitung aufrufen in Text, Bild und Audio. Dann vier, aha, da haben wir einen Nummerierungsfehler. Vier, vorab eine Erklärung. Wir wollen den Lernenden erklären, wie wir das Ganze strukturiert haben. Also es gibt oft Icons und Abschnitte und Sequenzen in Lernunterlagen. Und wenn man den Lernenden schon vorweg erklärt, was diese Icons bedeuten und wie sie damit umgehen sollen, können sie sich gleich orientieren. Also bildhaft vorgestellt, es ist so wie ein Griff bei einem Löffel oder bei einer Säge. Also der Benutzer weiß dann gleich, wo er angreifen muss, damit er mit dem Werk loslegen kann. Dann Lösungsbuttons, die komplette Lösung präsentieren. Ganz wichtig, der Lernende soll wissen, was er und wie er es richtig machen kann. Tipp-Buttons wurde bei der Konkurrenz im Rahmen der Marktforschung beobachtet und ist ganz eine interessante Spielerei, nämlich dass im Tipp-Button jetzt nicht die Lösung präsentiert wird, sondern nur ein kleiner Stupser gegeben wird in die richtige Richtung. Und ja, der Tipp-Button soll aber eine zielorientierte Anleitung bitte nicht ersetzen. Und ein abgeschlossenes Element, das kann man sich so vorstellen wie eine Checkbox, wo man ein Hackerl setzt, zum Beispiel, damit der Lernende weiß, wie weiterkommt und falls er weggeht von den Lernunterlagen und später weitermacht, dass er gleich sieht, wo er war. Das Ganze ist übrigens auch ein Fortschrittsindikator, so ganz nebenbei, aber ja. Gut, das ist kurz und bündig die Checklist. Ich übergebe jetzt wieder an den David, der wird das Ganze jetzt von der praktischen Perspektive Ja, erläutern. danke. Wir, Ludwig und ich, haben auch sehr eng zusammengearbeitet in dem Projekt. Also wir haben uns da gegenseitig immer weiter gepusht sozusagen. Also ich habe was Ideen gehabt, habe die verwirklicht. Ludwig hat sein Feedback dazu gegeben, habe wieder alles umgebaut, dann wieder von vorne. Also wir haben auch sehr iterativ und agil gearbeitet. Ich möchte jetzt die Folie überspringen und gleich in die Live-Demo gehen, angesichts der Zeit. Da habe ich nur nochmal zusammengefasst, welche Elemente wir haben, die Ludwig gerade aufgezählt hat, aber die möchte ich jetzt einfach gleich live zeigen. Ich wechsle jetzt einmal da den Bildschirm, die Bildschirmfreigabe.
So. Ich brauche noch das richtige Fenster. Ah, ich habe das zugemacht. Alles klar. Okay, also ich denke, man sieht jetzt die Katapult-Seite. Falls nicht, kannst du mich unterbrechen, Ludwig, aber sonst wechsle ich einmal einfach direkt Ja, jetzt bin ich. auf Koala Online, genau. koala-online.at. Ich möchte den Kurs oder das, was der Ludwig jetzt gerade erzählt hat, gleich direkt im Live herzeigen. Und damit man sich da vorstellen kann, was dann wirklich von diesen Punkten, die er identifiziert hat, dann umgesetzt wurden. Ich bin jetzt immer auf der Hauptseite, aber ich muss mal schauen. Ich mache es ein bisschen kleiner, dass man ein bisschen mehr sieht. Wir haben momentan zwei Kurse mehr oder weniger fertig. Der Scratch-Kurs, der ist, würde ich sagen, ganz fertig fürs Erste. Und der Pocket-Cut-Kurs, der ist 90% fertig. Da mache ich noch die letzten Details. Zusätzlich wollen wir einen Python-Kurs noch aufsetzen. Und das sollen mal unsere ersten drei Basiskurse bilden, die die Programmierumgebung einführen. Das heißt, da geht es viel um Handling von den einzelnen IDEs, beispielsweise MIMAP in Scratch. Wo man hinklicken muss, um ein Kostüm zu machen oder wo man die Bausteine findet und wie man überhaupt Bausteine zusammensteckt und löscht. Also das ist der Plan, drei Basiskurse in verschiedenen Programmiersprachen, eben zwei blockbasierte, eine textbasierte, zur Verfügung zu stellen. Die sollen auch dauerhaft kostenlos sein und auch in anderen Settings, beispielsweise in der Schule, von Lehrpersonen genutzt werden können und eben einführen. Darauf aufbauend wollen wir dann in Zukunft eben weitere Kurse entwickeln, die tiefer gehen, die einzelne Aspekte beleuchten, die vielleicht auch nicht nur Programmieren als solches, sondern auch Informatikthemen beleuchten können, die eben über oder außerhalb der reinen Programmierung stehen. Also da gibt es ganz viele Ideen. Ich schaue jetzt mal in den Scratch-Kurs rein, einfach weil der eben schon zu 100% fertig ist. Der Pocket-Code-Kurs ist auch ähnlich aufgebaut. Wir haben zu Beginn immer Übersichtsseite, wo alles erklärt wird. Wir sind auch noch nicht fertig, würde ich dazu sagen, es ist immer Demo, also es kann noch irgendwelche Bugs geben oder irgendwelche Ungenauigkeiten. Manchmal sind Wörter noch auf Englisch und so weiter, so wie es halt ist beim Entwickeln. Ich springe jetzt gleich einmal in die erste Lektion und zeige eben das Kursdesign her. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine Vorlage entwickeln, ein Template, und so sollen dann alle Kurse aufgebaut sein, um eben Konsistenz zu bieten, dass sich Kinder, die einen Kurs machen, auch schnell wieder im anderen Kurs zurechtfinden. Das heißt, wir wollten so ein Skelett entwickeln, in dem wir dann unseren Kursinhalt reinfüllen. Also da gibt es dann verschiedene Elemente für das Skelett. Was der Ludwig auch erwähnt hat, wir erklären vorab die einzelnen Elemente. Das ist jetzt hier gleich die erste Seite. Es ist einfach nur ein Bild mit Erklärungen, was es alles so gibt. Ich scroll mal runter zum richtigen Kurs dann. Und die einzelnen Elemente sind jetzt alle da. Also wir versuchen eben in diesen Schritten zu arbeiten, das heißt, die Kinder nicht zu überfordern, das in kleinen Einheiten zu verpacken, dass sie eben nicht länger als die 10 Minuten, die Ludwig angesprochen hat, daran verbringen müssen. Meistens sind die Schritte auch noch kürzer, das heißt, die können sie, denke ich, in kürzerer Zeit absolvieren. Da gibt es immer eine kurze Erklärung oder einen einleitenden Satz zu dem Ganzen, was jetzt passiert oder Kontext geben oder anknüpfen im folgenden Schritt. Das heißt, das ist immer so ein bisschen eine Einleitung für den jetzt folgenden Schritt. Dazu haben wir auch so Icons, die immer darstellen sollen, was jetzt passieren soll. Ich habe beispielsweise zu Beginn nur das Icon gehabt, aber Ludwig hat mich dann aufmerksam gemacht, dass es besser ist, auch dazu zu schreiben, du bist dran, dass das ganz sofort klar ist, was sie jetzt machen müssen. Es folgt die Aufgabenstellung, die ich auch im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt habe und wir jetzt versuchen, immer visueller zu werden, das heißt direkt Icons einzubauen, weil eben Kinder sehr visuell auf visuelle Reize ansprechen und wenn viel Text da ist, das eher mühsam ist. Außerdem, wenn man versucht, da konsistente Icons einzuführen und die auch durchzuhalten, dann lernen die Kinder auch fast alleine mit diesen Icons zu verstehen, um was es geht und können sich dann schnell voranhangeln. In diesem Fall, ein weiterer Punkt war im Kursdesign, dass man Emotionen weckt und Kontext gibt und dann Geschichten erzählt. Und das erreichen wir jetzt in diesem Scratch-Kurs beispielsweise dadurch, dass wir da einzelne Sequenzen haben, Zwischensequenzen, wie man das vielleicht aus Games kennt, wo dann
erklärt wird, worum es geht. Also in der Geschichte beispielsweise muss man dieser Zauberin helfen, einen Kuchen zu backen, weil ihre Mama Geburtstag hat, und sie schaltet sich dann nach jedem Abschnitt ein und erzählt ein bisschen, was passiert ist oder wo es jetzt dann weitergeht. Das kann man sich dann, soll man sich dann anschauen als Kind und hat dann vielleicht hoffentlich eine andere Bindung zum Kurs. Dann folgen die Tipps und Lösungen in dem Fall. Wir haben uns auch darauf verständigt, nur Tipps und Lösungen eben zu geben, da wo es Sinn macht. Also hier beispielsweise geben wir einen Tipp, der ist noch sehr, sehr simpel und heißt einfach, wenn man draufklickt, soll man den Namen eingeben und mehr erfahren. Die Tipps und die Lösungen werden auch erst ausgeklappt, wenn Sie draufklicken. Das heißt, Sie sollen schon zuerst selber probieren. Natürlich, es wird immer Kinder geben, die herausfinden, dass sie nur die Tipps, Lösungen durchklicken müssen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ich scroll weiter runter, weil in dem Beispiel gibt es eben keine Lösung. In dem Beispiel gibt es eine Lösung und die Lösung schaut so aus. Also ein Punkt war ja auch, dass man Text, Animationen, Bilder verknüpft, möglichst multimedial arbeitet. Und eine praktikable Lösung für uns war, weil, wie gesagt, wir auch eben ressourcenbeschränkt sind, schauen mussten, was lässt sich umsetzen in der Zeit, dass wir einfach Screencast-Videos, also Screen-Videos aufgenommen haben, ohne Ton, ohne Voice-Over, weil das Ganze natürlich verkompliziert. Aber wir haben herausgefunden, dass allein wenn die Kinder sehen, was sie tun müssen, dass sie da schon sehr viel lernen können und dann auch die Erklärung davor besser in den Kontext setzen können. Dazu haben wir diese Progress-Bar. Die soll den Fortschritt eben indizieren und zeigen, wie weit sie schon sind. Die hat auch so eine nette Animation, die immer raufkommt. Das, glaube ich, ist sehr motivierend, wenn man sich durchscrollt und sieht, wie wieder die Bar immer weitergeht. Eine Limitation beispielsweise war, dass wir jetzt in so einem linearen Design arbeiten. Das heißt, man muss sich runterscrollen. Das ist nicht optimal, aber wir haben herausgefunden, dass es in dem Framework, wo wir arbeiten, sehr schwierig ist. Wir wollten zuerst ein Tab-System umsetzen, wo man dann einfach weiterklickt und sich das dann öffnet, der nächste Schritt. Aber das war in dem Framework dann nicht in ausreichender Einfachheit möglich. Und deswegen sind wir jetzt beim linearen Design. Aber so ist es eben in der Realität. Und zum Schluss gibt es auch immer einen motivierenden Abschluss, einen motivierenden Satz, Emojis, Animationen. Es gibt eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Jetzt in der Lektion gibt es auch keine Zusammenfassung, weil die war nur das Einrichten. Aber wenn Inhalte drinnen sind in den Kursen, gibt es dann am Schluss immer eine Zusammenfassung. Ich schaue mal vielleicht in eine andere Lektion rein von dem, was passiert ist. Ich scroll runter zur Zusammenfassung, die heißt dann kurz gesagt, und da wird kurz erklärt, was passiert ist und wie es eben weitergeht im Ausblick. Also so haben wir eben versucht, diese Erkenntnisse, ja, da sehe ich schon einen Bug, das sollte auf jeden Fall nicht so groß sein. Ja, müssen wir nochmal durchschauen. Ja, die Bilder sind so komisch groß. Gut. Live-Debugging. Müssen wir uns dann noch anschauen. Auf jeden Fall war das, wie wir die Kurse eben erstellt haben, also in dieser Art. Also wir hatten Ideen, wir haben geschaut, was ist das Beste, was ist das Optimale. Wir haben dann mal versucht, was geht überhaupt, und haben uns dann eben geeinigt auf Kompromisse, was schaffen wir in der Zeit, was können wir sinnvoll erreichen. Und so haben wir uns davor gekämpft. Ich zeige jetzt noch kurz den Discord-Server her. Den habe ich eh gleich da. Weil der ja auch eben parallel entwickelt worden ist, da bin ich leider nicht so der Experte, aber wir hatten Glück und wir haben Praktikanten gehabt, die noch in der Schule sind, also 16, 17 Jahre alt, und die uns da voll gut zur Seite standen und auch die Bots entwickelt haben. Der Discord-Server ist aufgebaut in verschiedenen Abschnitten mit verschiedenen Channels. Es gibt Text-Channels, es gibt Voice-Channels. In den Coding Clubs beispielsweise ist ein großer Vorteil bei Discord, dass alle Kinder ihren Bildschirm gleichzeitig streamen können und dann die Trainerinnen dann hin und her springen können. Das heißt, sie können auf Kind klicken, auf das Video und dann dort zuschauen und schauen, was die machen. Das ist für online natürlich super, weil das ein bisschen dann simuliert, wie das in echt sein könnte, dass die Lehrperson von Kind zu Kind geht, ein bisschen schaut, was machen die, Unterstützung bieten kann, wenn notwendig. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, es gibt auch Platz für Blödsinn. Am Ende, es gibt auch einen Spielen-Bereich, wo Sie Bots verwenden können, die zum Beispiel zum Pokémon fangen oder Musik abspielen können.
auch Spiele gemeinsam spielen können, sind ein paar verlinkt. Und wir entwickeln den jetzt laufend weiter, versuchen da Kinder eben von unserem Coding Club, die ja auch einige von diesen Kindern kommen wirklich alle 2 Wochen zu uns, die da zu verknüpfen und dann in Zukunft, wenn wir mehr Workshops machen, dass wir da immer mehr Kinder reinkriegen, die sich austauschen können. Oder auch wenn es sei es nur, dass sie Kontakte in Discord knüpfen bei uns und dann außerhalb Freunde werden oder sich austauschen über Programmieren oder coole Spiele, was auch immer. Da ist auch schon viel geschafft damit. Also wir warten jetzt nicht, dass da auf dem Discord-Server Tag und Nacht rund geht, das nicht, aber ein Treffpunkt eben für Peers und vielleicht vernetzen sie sich und vielleicht nicht. Aber wir wollen ihnen die Möglichkeit geben. Und das ist ganz schön, ja, ich glaube, zum Discord-Server passt das. Ich schaffe die Zeit, ja. Dann springen wir wieder zurück. Ich habe nur noch zum Abschluss ein paar Sachen vorbereitet. Die möchte ich noch kurz zeigen. Das passt. Zur Auflösung eben, zu Lisa, das will ich auf jeden Fall herzeigen, die zu Beginn noch von ihr erzählt wurde. Also ich habe sie mir ausgedacht, aber ich habe eben in der Erfahrung schon sehr, sehr viele Kinder gehabt, die genau sie sein könnten. Wir wollen eben unsere 3 Dienste so weiterentwickeln, verschränken, dass eben wir solche Kinder erreichen können. Also der Coding Club beispielsweise kann ein Einstieg sein in die Programmierung. Sie können dort dann unseren Discord-Server kennenlernen, weil der Coding Club dort stattfindet. Sie verwenden dann im Coding Club einen Kurs, den wir entwickelt haben, lernen unsere Standalone-Kurse kennen, wo sie auch alleine vielleicht weiter programmieren können. Und das weckt das Interesse in einer idealen Welt, das ist ein möglicher Use Case. Und dann kann sie sich weiter austauschen auf Discord. Sie ist ja dann drinnen im Server, hat vielleicht beim Coding Club Leute kennengelernt und schreibt sie mal rein und kann sich dort eben weiter treffen und kriegt so viel Lust aufs Programmieren, dass sie von selbst weiter programmiert. Also mit diesen 3 Säulen, die wir haben, möchten wir eben alles mögliche, also diese Aspekte abdecken und sie sozusagen einfangen, damit sie ihr Talent ausleben können, was eventuell in ihnen schlummert oder einfach nur Spaß haben können mit der Programmierung. Ein weiterer Use Case, an dem wir jetzt arbeiten, ist vielleicht in der Schule, dass man, wir wollen versuchen, eben auch unser Ökosystem vielleicht in Schulen zu verwenden, dass Lehrpersonen den Kurs verwenden können. Ein Einstieg könnte sein, dass wir einen Workshop halten an der Schule, einen Kurs vorstellen und Lehrpersonen dann weitere Kurse von uns selber durchführen oder die Kinder durchführen lassen und sie begleiten und sie dadurch dann Lust aufs Programmieren bekommen, bei uns einsteigen im Coding Club und sich vernetzen können. Das sind mögliche Use Cases. Ich poste jetzt einmal noch ein paar Links in den Chat oder zeige sie auch für die Nachwelt, die sich vielleicht das Video anschaut. Ich habe da nur die 3 Kurse, also die Koala Online und man findet von Koala Online auch auf die Kurse, aber ich poste jetzt einfach mal rein. So. Wo man auch selber sich umschauen kann. Ich habe die 2 Kurse sind momentan freigeschalten, dass man sie ohne Anmeldung durchklicken kann. Oh, wir enden schon in einer Minute. Die sind sehr pünktlich, gell? Dann noch kurz, 50 Sekunden lang. Worauf wir gestoßen sind, ist, dass der Wunsch, die Idealvorstellung, die wir hatten, nicht der Realität entspricht. Ist klar, wir mussten Einschränkungen treffen. Wir haben nicht alles umsetzen können, was wir uns gedacht haben. Wir wollen, wie ist die langfristige Finanzierung? Wir arbeiten eben mit Interessenvertretungen, die müssen uns wohlgeneigt sein. Ist auch ein Problem natürlich, aber wir haben da gutes Einvernehmen. Wir glauben, wir können da weitermachen. Und wie wir das weiterentwickeln wollen, wir haben heute auch die Idee gehabt, wir wollen das in die Schulen bringen, wir wollen vielleicht ein neues Forschungsprojekt starten, wo es darum geht, wie können wir unser Ökosystem, unsere Plattform in Schulen bringen, den Lehrpersonen zur Verfügung stellen, neue Einsatzmöglichkeiten finden für das Ganze. Nachdem wir in 10 Sekunden aus sind, möchte ich da schließen und bedanke mich und vielleicht die Leute, die eben dann sich das Video anschauen, viel Spaß mit der Präsentation.